Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal ein wenig über die bekannten Jonas-Zahlstollen und deren Zwecke philosophieren. An die Auslegung, dass dort nämlich ein Führerhauptquartier gebaut werden sollte, darum glaube ich persönlich nicht. Das wäre wohl doch sehr unwohnlich gewesen und es hätte sicherlich auch bessere Alternativen gegeben. Zumal die Tarnung an anderen Orten sicherlich auch besser gewesen wäre. Ich glaube stattdessen, dass ein Führerhauptquartier an anderer Stelle gebaut wurde. Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass eventuell schon vor dem Krieg im Raum Ohrdruf ein Führerhauptquartier aufgrund der geografischen Lage, also mitten in Deutschland, gebaut wurde. Wahrscheinlich wurde dann auch gegen Kriegsende auch noch ein zweites gebaut bzw. ausgebaut. Vielleicht wurden vorhandene Anlagen schon verwendet und umgewidmet an anderer Stelle. Und für, ja, für diesen Ort oder für einen möglichen Ort nenne ich jetzt einfach mal den Eulenberg bei Arnstadt, beziehungsweise eventuell auch den Eulenberg bei Bittstedt als Beispiel. Da gibt es ja einige Zeugenaussagen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, beziehungsweise auch wenn man den Verlauf von dem dort vorhandenen Nachrichtenkabel mal entlang geht. Ja, fest steht für mich, dass im Jonastal noch mehr gebaut wurde als die bisher bekannten 25 Stollen. Ich habe ja in einem Video zuvor schon mal eine Verdachtsstelle geäußert und mir liegt mindestens noch eine andere Stelle vor, zu der, ja, wie soll ich sagen, es auch Belege gibt, dass dort auch noch eine Einfahrt vorhanden ist. Da äußere ich mich aber vielleicht mal später zu. Genau, bei Wikipedia liest man etwa zum Jonastal, dass es, Zitat, praktisch unmöglich ist, in dem Tal gezielt Bomben abzuwerfen, da es dafür zu eng, zu gewunden und zu tief ist. Das wird wiederum auch als Beleg oder Indiz dafür angeführt, dass dort in den bekannten Stollen für Hauptquartier gebaut werden sollte. Allerdings verkennt genau das in meinen Augen, dass das Jonastal an einer anderen Stelle viel mehr diese Beschreibung erfüllt, nämlich das Verwundene, die Tiefe und die Enge, nämlich eher in Richtung Osten nach Arnstadt hin und nicht dort, wo die bekannten Stollen sind. Wäre ich der Planer gewesen, hätte ich nämlich auch genau in dem östlichen Teil Stollen errichtet. Aber das nur mal am Rande. Ja, das lässt natürlich auch darauf schließen, dass die interessanten Baustellen nicht im östlichen Jonastal waren, wo sich das Tal schon wieder geweitet hat. Meine Vermutung hinsichtlich der bekannten 25 Stollen ist die, dass der westliche Teil, also die Stollen 1 bis 12 in dem Fall, einen anderen Zweck hatten als die östlichen, nämlich ungefähr Stollen 16 bis 25, da die Bauweise doch etwas unterschiedlich ist. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und vermute, dass die Stollen 1 bis 12 so etwas wie eine Ablenkungsbaustelle waren oder vielleicht auch eine Art Versorgungsfunktion für andere Baustellen im Jonastal hatten, da ja auch in jeden Stollen praktisch ja, Gleise hineingehen und man dort optimal hätte Material lagern und herausführen können. Da könnte ich mir beispielsweise auch die Lagerung von Sprengstoff oder sonstigen Komponenten, die für den Stollenbau erforderlich sind, vorstellen. Genau, und die östlichen Stollen 16 bis 25 etwa, dort gab es ja auch davor ein Eisengerüst, das wahrscheinlich auch ein Eingangsbauwerk werden sollte, sprich die Schockwellen von möglichen Bombeneinschlägen davor ablenken sollte, sodass diese nicht direkt in die Anlage geraten. Und da könnte ich mir dann tatsächlich noch einen etwas anderen Zweck vorstellen aufgrund dieses Eingangsbauwerks, nämlich vielleicht, dass dort eine Art Nachrichtenzentrale oder vielleicht auch, Achtung Spekulation, V2-Kommandozentrale oder sowas geplant gewesen ist. Allerdings aufgrund der weniger guten Tarnung an dieser Stelle, sage ich mal, denke ich eher nicht an Priorität 1 Bauvorhaben an der Stelle. Jedenfalls muss es noch wichtigere Anlagen gegeben haben. Da spricht ja einiges dafür. Auch beispielsweise, dass unter der Jonastalstraße auch noch Stollen in Richtung Gosse vorhanden sind. Und Fiebinger hat ja seine bekannte Aussage bezüglich der drei horizontalen Stollen gemacht.
die er geplant und gebaut oder für den Bau, wo er verantwortlich war. Und diese wurden ja immer noch nicht gefunden und die müssen ebenso auch noch an anderer Stelle vorhanden sein. Ja, jetzt die Frage an euch: Welche Zwecke hatten eurer Meinung nach die Jonastalstollen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.